Liebe Zuschauer, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zur Eiszeit, das Eisbären-Magazin auf TV Berlin. Mein Name ist Desmond Squire. Nun, in den kommenden Minuten wollen wir euch mehr bringen über Eishockey, die Leidenschaft, die Faszination und vor allem die Eisbären Berlin. Jedes Mal bei dieser Sendung werden wir einen Stargast haben und das erste Stargast ist kein Unbekannter, in einem Wort, der heißt der Bürgermeister. Sven Felski, dieser Mann ist ein lebender Superlativ. Der Bürgermeister ist seit 1990 ein Eisbär, gewann 2005, 2006, 2008 und 2009 die deutsche Meisterschaft mit den Berlinern. Spektakuläre Treffer, eine vorbildliche Einstellung und die Liebe zu seinem Sport zieren seinen Weg des Erfolges. Sven Felski, Eisbär aus Leidenschaft, viel weiter weg von einer introvertierten Persönlichkeit, als viele das denken. Was war das lustigste Erlebnis, das du jemals mit Sven Felski hattest? Boah, das fragst du mich jetzt hier so ganz spontan? Das ist eine harte Frage. Das lustigste Erlebnis ist gerade, weil du mir sagst, er ist ein ganz ruhiger. Das stimmt nicht, das ist nur Fassade. Das heißt was? Er ist völlig verrückt und ist meiner Meinung nach ein bisschen überdreht und hat ADS. Und hier ist er, the one and only, Mr. Sven Felski. Sven, schön, dass du hier bist, in the Blue Room in O2 World, wo diese Sendung gemacht wird. Ja, die Saison, die Hauptrunde ist zu Ende. Wir sind Platz 3, nach 52 Spielen. Aber es war eine Achterbahnfahrt. Wie hast du diese Saison gesehen? Ja, ist richtig. Also erstmal bin ich froh, dass diese Vorrunde vorbei ist und wir wieder eine sehr gute Ausgangsposition haben für die erste Runde in den Playoffs. Und aber du hast schon recht, also wir haben dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut gespielt oder ganz so erfolgreich gespielt wie die letzten Jahre. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele Mannschaften sich mittlerweile ja auch ein bisschen besser und so auf uns einstellen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, den es dafür gibt. Ich kann mich da noch erinnern, ich glaube, es war vor ein paar Wochen, wir haben ein Gespräch gehabt und du meintest auch, du hast noch selten so viel Pech mit dem Keller gehabt vor dem Tor wie dieses Jahr. Und dazu kommt auch eine beängstigende, lange Verletzungsliste. Hat das eine Rolle gespielt, dass wir nicht diese Konstanz hatten, aufgrund von Verletzungen? Vielleicht mal ein bisschen Pech auch dazu? Ja, gut, also ich bin der Meinung, viele andere Vereine, die haben auch Verletzungssorgen und ich glaube, dass man sowas immer nicht in den Vordergrund spielen sollte. Also wir haben trotzdem einen sehr starken Kader, immer einen tiefen Kader, der dann auch Spiele mit wenig Spielern dann vernünftig spielen kann. Und also ich finde nicht, dass das immer ein Grund ist. Klar ist es nicht schön, wenn viele gute Spieler dann verletzt sind, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach haben wir einen tiefen Kader und das sollte eigentlich immer kein Problem sein. Also ich denke, dass das Hauptproblem ist, dass viele Mannschaften sich viel, viel besser auf uns einstellen und da ist es natürlich nicht so einfach, dann immer erfolgreich zu spielen. Aber im Endeffekt dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wir sind einfach Dritter geworden. Also vielleicht mal ganz kurz, okay, die Playoffs kommen. Aber wir hatten so ein Playoff-Szenario bereits gehabt in dieser Saison. Das war die European Trophy, wo die Mannschaft auch sich steigen konnte. Und das haben wir auch gewonnen. Ist das vielleicht mal ein gutes Omen? Ich glaube, dass man diese beiden Sachen überhaupt ja nicht vergleichen kann. Also in der European Trophy, da sind einfach absolute Spitzenklasse-Mannschaften aus ganz Europa gegen uns angetreten. Und die wollten alle auch, so wie wir auch, versuchen immer, Eishockey spielen und in der Liga selber ist das manchmal halt völlig anders. Also da hast du auch wirklich Mannschaften, die dann Eishockey kämpfen bzw. rumhacken und da sind natürlich dann so eine Spiele wie in der European Trophy für uns auch viel besser, dass alle irgendwo mehr oder weniger zeigen wollen, dass sie Eishockey spielen können. Also was wir allerdings wissen ist, wenn es um die Wurst geht, die Eisbären können richtig gut spielen. Die letzten vier Spielen haben wir hintereinander gewonnen in der Hauptrunde. Der letzte davon war am Sonntag und das war gegen die Hamburg Freezers. Sven leider konnte nicht spielen, verletzungsbedingt. Dafür die Jungs, die auf dem Eis gestanden haben einen guten Job gemacht. Ausverkauftes Haus, 3 Punkte, 4:1 Toren. Playoff-Vorfreude, wohin das Auge reicht. Der 4:1-Sieg gegen die Hamburg Freezers war ein versöhnlicher Schlussakkord und eine Hauptrunde, die ab und zu turbulenter als erwartet war. Wir sind Top 4 wieder in der Liga. Schade, dass wir nicht Erster geworden sind. Das war unser Ziel. Klappt nicht immer, ist der Sport. FC Bayern wird ja auch nicht immer Erster. Die müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Aber sonst
War eine gute Saison und wir haben vielleicht ein bisschen viel Verletzungspech gehabt, dann wäre es vielleicht besser ausgefallen. Die Atmosphäre meisterlich, das Spiel schwerfällig. Es dauert, bis die Berliner in der Begegnung sind. Beim 1:0 beweist Kapitän Stefan Ustorf, dann aber einen äußerst feinen Torriecher. Kann den fast schon versprungenen Abpraller doch noch im Hamburger Gehäuse unterbringen. Für die kurioseste Szene des Spiels sorgt kurz darauf Berlins Torhüter Rob Sepp. Sein Fehlpass wird fast zum Hamburger Assist. Ja, Zepper wollte den Puck spielen in der Ecke und zum Verteidiger von uns. Und für den Torwart ist es natürlich nicht einfach. Der hat ja Stockhand und Fanghand in der Hand und da ist es nicht so einfach wie beim Spieler. Das, was künftig nicht mehr passieren darf, ereignet sich dann beim Hamburger Ausgleich. Das Offensivspiel der Berliner in eigener Überzahl ist statisch und lustlos vorgetragen. Der Gegentreffer durch Hamburgs Colin Murphy viel zu einfach. Auch in der Folgezeit muss Torhüter Rob Sepp seine Klasse mehrfach unter Beweis stellen und untermauert somit seine Stellung als Nummer 1 im Team. Also die Mannschaft sieht es so, dass es gar nicht so ist, weil Sepp ist unsere klare Nummer 1 und das war da immer. Der hat ein Spiel in Augsburg, da hat er Pech gehabt. Am Ende muss es mal wieder der Kapitän richten. Stefan Ustorf beweist auch beim 2:1 seine Torjägerqualitäten, scheint seine persönliche Playoff-Form gefunden zu haben. Gegen nun verzweifelt anrennende Freezers nutzt TJ Mullock die ganze Breite des verfügbaren Raumes und trifft zur Entscheidung. Ich denke, ein souveräner Sieg. Wir haben gut gespielt, wir haben defensiv, denke ich, stark gespielt. Mein ein Gegentor sagt ja alles und haben vorne die Dinger gemacht, wenn wir es gebraucht haben. Wir haben wichtige Tore geschossen im letzten Drittel und denke ich, dass alles in allem war es ein gutes Spiel. Dem Sieg gegen die Hamburg Füßers sollen nun schnellstmöglich 3 weitere gegen Ingolstadt folgen. Denn gegen die Bayern gibt es noch 4 offene Rechnungen aus der Hauptrunde zu begleichen. Ab dem 23. März beginnen die Playoffs und damit das Streben nach dem 5. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Also Sven, 4:1 gegen Hamburg, damit sind wir endgültig als Dritte in der Tabelle. Die Viertelfinale Serie wird gegen Ingolstadt sein. Das ist eine Mannschaft, gegen den die Eisbären dieses Jahr nicht sonderlich gut ausgesehen haben. Mhm. 4-mal gespielt, 4-mal verloren, 6:17 Toren. Ich glaube, das ist alles trotzdem Schnee von gestern. Ja, also ich persönlich freue mich total drüber, also dass wir die hier bekommen haben. Wir wissen, dass das eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, dass wir auch bis jetzt, wie gesagt, noch kein Spiel gewonnen hatten irgendwie in der Saison. Aber im Endeffekt ist das wirklich scheißegal und jeder weiß hundertprozentig, dass das eine enge Kiste wird. Und ich denke, dass wir da dann auch mit Sicherheit anders auftreten werden noch. Wie vorbereitet man sich auf den Playoffs? Ich meine, man sagt, es gibt 2 Saisonzeiten, die regulären Saison und die Postseason. Geht man da ein bisschen anders voran an der Spielvorbereitung, an den Training? Gibt es da nennenswerte Unterschiede? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also wir haben jetzt noch mal die 10 Tage Zeit, wo wir viele Sachen jetzt, was jetzt so die Special Teams betrifft, also Unterzahl und Überzahl, werden wir sicherlich noch ein bisschen intensiver trainieren. Ich denke, die Jungs, die brennen sowieso alle schon drauf, dass es dann endlich losgeht, dass das Playoff und Playoff-Charakter endlich da ist. Und da ist jeder hundertprozentig dabei. Und wie gesagt, also in der Zeit wird eigentlich mehr oder weniger nur so Special Teams trainiert. Also auf dem Weg hoffentlich zum 5. Meisterschaft. Das ist die sportliche Seite, was wir ansprechen wollen heute. Der andere ist die geistige Seite, denn du hast auf eine geheimnisvolle Art und Weise, denke ich, meine letzten ein Jahr verbracht, ein Buch zu verfassen. Es heißt Tore, Spieler, Meistertitel von Sven Felski. Neues Leben Verlag ist es erschienen. Mhm. Endlich mal bist du ein Buchautor. Ich meine, du hast mich auch scherzhaft neulich gesagt, Hemingway. Wozu kam die Idee, dass du ein Buch schreiben solltest? Es ist, wie gesagt, schon über ein Jahr her. Also hatte ich eigentlich mal die Idee, man müsste sicherlich mal Sachen aufschreiben, die man selber miterlebt hat beim Verein. Und wie der Werdegang im Endeffekt gewesen ist, wo man als Eiskunstläufer angefangen hat. Und da sind viele Anekdoten halt mit bei in dem Buch und Sachen oder Hintergründe, die viele eigentlich noch gar nicht wissen. Und deswegen dachte ich mir eigentlich, dass das vielleicht wirklich eine gute Idee ist, mal so eine Sachen aufzuschreiben. War es schwer denn zu recherchieren? Ich meine, so viele Trainer, so viele Mitspieler hast du gehabt in 19 Spielzeiten bei den Eisbären Berlin. Dazu kommt auch die Wendezeit, untergangene DDR.
Wie schwer war das für dich, denn alles denn unter einem Hut zu bringen? Ich kann mir vorstellen, das war jede Menge Arbeit. Ja, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich über ein Jahr brauche. Das ist gar keine Frage. Es ist sicherlich nicht einfach und man kann natürlich dann diese ganzen Glücksmomente, die man hatte, dass halt die Grenzöffnung dann geschehen ist, dass wir dann im Prinzip dann auch die Möglichkeiten hatten, überhaupt erstmal in der Bundesliga und so weit mitspielen zu können. Also es sind ja viele Sachen, die wirklich viele noch gar nicht wissen und deswegen fand ich, dass das ein sehr, sehr guter Grund ist, so ein Buch zu schreiben. Feedback, also von ehemaligen Mitspielern, von Trainern. Hast du den einen oder anderen Satz schon gehört, ey, du, pass mal auf, das war falsch oder ich wusste nicht, dass du mich so gelobt hast. Also, es ist immer so eine Sache halt. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Recherchieren ist wirklich ganz schön schwierig gewesen, weil also 94, 95, da kann ich mich auch nicht mehr genau erinnern, wer jetzt vor wem als Trainer da war oder welche Spieler in dieser Saison da waren und so. Also das ist schon komischerweise ziemlich viel Arbeit gewesen, also diese ganzen Sachen rauszusuchen. Aber jetzt freue ich mich, dass es endlich draußen ist und dass die Leute sich das mal angucken und beziehungsweise durchlesen können. Und habe auch teilweise schon positive Feedbacks bekommen. Also wir haben der ein oder andere Kollege von der aktuellen Mannschaft von der Eisbären Berlin gefragt, was die von Sven Felskis neues Buch halten. Und die Antworten, das können Sie jetzt sehen. Ein Mann, viele Worte und noch mehr Fürsprecher. Ja, auch Eisbären-Urgestein Sven Felski hat seine Biografie verfasst. Spiele, Tore, Meistertitel heißt das Werk des viermaligen deutschen Meisters. Seine Lebensgeschichte wird es mindestens auf die Nachttische seiner Mitspieler schaffen. Daniel Grübeberg hat auch eins mit 20 geschrieben. Da kann doch Sven eins mit 38 schreiben, oder? Nee, also ich denke, er hat viel zu erzählen und ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Ich kriege ja leider kein Exemplar vom Sven. Ich muss mir eins bestellen bei Amazon. Einen Abschnitt über mich habe ich schon gelesen, den hat er mir gezeigt gehabt. Und ja, warum nicht? Also er hat viel erlebt im Eishockey und da kann er auch ein Buch schreiben. Zugehört, sortiert, relegiert und auch nachrecherchiert. Mit Eisbären-Experte Manfred Hönel hatte Sven Felski einen tatkräftigen Helfer. Die Idee, die Geschichte der Karriere auf Papier zu bannen, stammte aber weder vom Autor noch vom Helfer. Ausgangspunkt war seine Frau Manuela. Nach den Spielen ist es immer so ein bisschen üblich, dass die Spieler in den VIP-Raum gehen, sich mit den Fans unterhalten oder untereinander und mit Journalisten. Und da ist vor 2 Jahren die Frau Felski auf die Idee gekommen, Mensch, ihr erzählt immer so herrliche Geschichten, schreibt doch das mal auf. Sven Felskis bewegtes Leben als Sportler benötigt mehr als nur ein Buch. Doch glücklicherweise mussten Manfred Hönel und der schreibende Eishockey-Profi nicht allzu viele Anekdoten unter den Tisch fallen lassen. Wir hatten nie größere Probleme, da irgendwas unbedingt weglassen zu müssen und so. Wir haben es so ehrlich wie möglich alles gemacht. Spiele, Tore, Meistertitel, so heißt das offenherzig ehrliche Werk des Mannes, den sie Bürgermeister nennen. Und auch wenn seine Biografie nur in Papier gemeißelt ist, der ewige Eisbär wird auch in dieser Saison wieder alles dafür tun, dass sein Lebenswerk um ein weiteres erfolgreiches Kapitel ergänzt wird. Es ist amtlich. Das Buch ist richtig gut. Es heißt Tore, Spiele, Meistertitel von und mit Sven Felski, erschienen beim Neues Leben Verlag. Das war die allererste Sendung von Eiszeit, das Eisbärenmagazin auf TV Berlin. Mein Name ist Desmond Squire. Schön, dass Sie dabei waren und schön, dass du dabei warst, Mr. Sven Felski. Und remember, Leute, Hockey ist schön und Deutschland ist ein Hockeyland. Und Berlin ist Hockeytown Deutschland. Tschüss.